Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Landwirtschaftssimulator 17. Ja, wir müssen jetzt gerade erstmal gucken, dass der Kollege hier weitermacht. So, dann kann er das nämlich noch fertig grubbern. Wir könnten es eigentlich gerade mal düngen. Koppeln wir den ab. Nein. Den koppeln wir ab. So, wo steht denn der Dünger? Streuer. Irgendwo, aber nicht hier. So viel ist schon mal sicher. Haben wir den da unten geparkt? Da leuchtet etwas gelb. Ja, da ist er. So. Dann können wir nämlich schon mal das Feld düngen, was der da am Ecken ist. Oder am Grubbern. Dann haben wir das auch erledigt. So. Dann düngen wir mal los. Es wird zwar nicht so effizient, als wenn wir es machen lassen würden, aber andererseits zahlen wir auch keinen Lohn dafür. Das hat ja auch was. Können wir dann noch mal ein bisschen überschneidend düngen. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja, so viel überschneidend ist das gar nicht. So. Sieht so aus, als würde es reichen, wenn wir die dreimal hier drüber fahren. Sehr schön. So, das wäre erledigt. Können wir den gerade wieder parken? Eigentlich können wir den hier vor die Presse stellen oder hinter die Presse oder so, was auch immer. So. Abwärts. Abkuppeln. Und dann können wir schon mal die Sämaschine anhängen. Von der ich jetzt immer noch nicht weiß, wie ich die Getreideart umstelle. Helfer D hat die Arbeit erfolgreich beendet. Das ist schön für den Helfer D und auch schön für uns. So. Das machen wir nochmal. Helfer einstellen, Sämaschine senken, Plane öffnen hilft mir aber auch nicht weiter. Gewicht senken, Sämaschine anschalten. Aber wie stelle ich denn die Getreideart ein? Hoppala. Das war der Tempomat. Mit Z. Warum habe ich das da nicht zur Auswahl?
würde ich jetzt gerne wissen. Und sehen wir doch mal dieses Weizen, oder? Da kann ich das nachgucken. Müsste Weizen sein, ja. Oder säen wir wieder Mais? Mais hatten wir vorher. Können wir eigentlich auch wieder säen, ne? Kann das die Sämaschine? Nein, kann sie nicht. Dann machen wir das hier. Können wir den Deckel wieder. Ups, nicht gegen die Anhänger fahren. Sollte man tunlichst vermeiden. So, damit das wieder ordentlich gemacht wird, würde ich sagen, dass wir das Ganze wieder im Helfer machen. Der macht es dann nämlich vernünftig. Während wenn ich das machen würde, wäre das wahrscheinlich krumm und schief. So. Einmal Helfer, bitte. Oh, das ist eine Helferin. Süßes Mädel. Da ist man glatt versucht mitzufahren. So, dann fahren wir jetzt aber erstmal den hier weg. Ach so, Motor starten. Finde ich ja schön, dass sie nicht nur männliche Helfer, sondern jetzt auch Helferinnen dabei haben. Es gibt ja schließlich auch genug Jungbäuerinnen. So. Den können wir hier ablegen. Und den Schlepper mal irgendwo zwischenparken. Schauen wir nur gerade mal wo. Fahren wir einfach mal hier hin. Einmal dezent gegen den Pfosten. So. Das wäre erledigt. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Kann ich hier irgendwie... Hallo? So, da kommen wir raus. Schauen wir gerade mal, ob wir noch Eier einsammeln können. Hühner haben doch bestimmt wieder welche gelegt. Na, wo seid ihr denn? Put. Ja, da haben sie gelegt. Bisschen schade finde, ist im Gegensatz zum LS15 habe ich jetzt auf die Hühneranzahl überhaupt keinen Einfluss mehr. Ich brauche auch nichts machen, also die brauchen nicht versorgt werden, die versorgen sich irgendwie selber. Und im LS15 konnte man ja zumindest noch bestimmen, ob man A überhaupt Hühner haben möchte. Ich brauchte ja auch im Zweifelsfall gar keine kaufen. Musste sie definitiv versorgen und konnte halt auch die Anzahl bestimmen. Hier im LS17 sind sie jetzt halt einfach da. Und ja. Versorgen braucht man sie nicht. Aber man kann auch nicht sagen, dass man nie gerne keine Hühner hätte. Also sie sind halt drin. So, sie ist am Säen. Macht sie sehr gut. Schick, schick. Junge blonde Bäuerin. Es fehlt dann nur noch sowas wie in die Sims, wo man dann sich noch ein
Partner sucht und dann zusammen den Hof bewirtschaftet. Aber dafür ist das Spiel ja nicht gedacht. Was können wir jetzt noch machen? Muss ich gerade mal überlegen. Die Schweine sind versorgt, oder? Wie schaut es eigentlich hier aus? Die sind noch dunkelgrün, da müssen wir noch warten, bis bis die nächste Wachstumsstufe ist. So, die sind gedüngt. Der hier sind wir da mit dem Striegel noch gar nicht drüber. Ich meine doch, oder? Müssen wir das noch striegeln? Sollten wir vielleicht gerade einfach mal machen. Traktor. Ich bin mir aber sicher, dass wir das gestriegelt haben. Aber, ja. Schusselig wie ich bin, kann es aber natürlich auch sein, dass wir es nicht gemacht haben, sondern nur machen wollten. Lass ich auch gerade mal einen Helfer machen, weil dann kann ich den Fortschritt gut beobachten. Dum, 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 dum. So, einmal ankoppeln. Aufklappen. Sieht das schon nice aus, wenn das so aufklappt. Doch, das haben wir gestriegelt, da bin ich mir sicher. Warum ist dann die Düngestufe nicht so, wie sie sein sollte? Schauen wir mal, was passiert, wenn wir es jetzt striegeln lassen. Das ist nämlich schon. Deswegen macht er das auch nicht. Schauen wir hier mal. Ja, ja, das ist schon. Ich hab's mir doch gedacht. Oder ich wusste es doch. Müssen wir da mit dem Düngerstreuer nochmal drüber. Das kann natürlich sein. Können wir auch nochmal probieren. Holen wir den gerade mal. Hängen den gerade mal an. Wo haben wir den geparkt? Da. So. Dum, 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 dum. Lass mal gerade mal düngen. Weil dann sieht man auch sofort, wenn das nicht macht, ist gedüngt. Das ist nämlich. Das wollte ich eigentlich machen. Ich fahre mal eine Bahn, aber die müsste gedüngt sein. Dann frage ich mich nämlich nur gerade, warum das hellblau ist und nicht dunkelblau. So. Ja. Es bleibt hellblau. Ich verstehe es nicht so ganz. Haben wir da zum falschen Zeitpunkt irgendwie gedüngt? Da haben wir Kartoffeln, ja. Da säen wir jetzt Weizen. Und da haben wir überall Gerste. Passt.
Okay, ja. Verstehe ich nicht ganz. Kann wirklich sein, dass man einfach den falschen Zeitpunkt zum Düngen. Also ich glaube, man muss eigentlich verdüngen und dann grubbern. Das haben wir nicht gemacht. Haben wir bei dem Weizen jetzt aber auch nicht gemacht. Aber das ist, glaube ich, das Problem. Wenn ich mich recht... Oder muss man vor dem Säen düngen? Oder ich weiß es nicht. Irgendwas haben wir falsch gemacht. So. Machen wir mal den Motor aus. Ich überlege gerade, was wir jetzt noch auf die Schnelle machen können. Eigentlich nicht ganz viel. Sie ist noch munter dran. Das ist heller. Können wir bei unseren Schweinen noch vorbeischauen? Ah, sie lenkt richtig. Das ist jetzt nicht unser Schwein, aber da schauen wir nachher auch noch vorbei. Aber es ist interessant, so die Lenkbewegungen zu beobachten. Das macht sie richtig. Schon nicht schlecht. Catherine Props geht da ja anscheinend noch mal einen Schritt weiter und dann schaltet und kuppelt er auch richtig, der Fahrer oder die Fahrerin. Das macht sie hier im Spiel nicht. Aber schauen wir mal. So, Schweine, da. Was ist das? Gold Crest Pacific Way. Ach, das ist der Zug, ne? So, alle hopp. Unseren Schweinen geht soweit gut. Hallo. Dick und rund. Die fühlen sich im wahrsten Sinne des Wortes, denke ich mal, sau wohl. Wobei Kartoffeln fehlen denen noch, ne? Zum vollendeten Glück. Ich weiß gar nicht, machen die eigentlich irgendwie Ferkel oder... Kann ich da rein? Nein. Kann ich leider nicht. Schade. Ja, ich weiß gar nicht, machen die Ferkel oder werden die einfach nur dick und rund oder wie funktioniert das genau? Ich glaube, hupsa. Da müssen wir uns noch ein bisschen überraschen lassen. Schmeckt's? Offensichtlich. Tief mit der Schnauze im Futter. Ja, und mit diesen netten Geräuschen würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch übermorgen wieder mit dabei, wenn wir uns weiter hier um unseren Hof kümmern. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.